Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem verlassenen Schwarzmarkt. Wir machen an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört hatten. Da hatten wir ja so einen geschlängelten Weg nach unten gebaut. Und an diesem Weg baue ich jetzt gerade ein Geländer. Beziehungsweise so eine Mauer. Das ist ja kein Geländer, sondern so eine Steinmauer. An den Stellen, wo das Ganze runtergeht, habe ich das dann auch angeschrägt und dann den Weg entlang geführt. Das geht tatsächlich auch nur mit Mods, weil wenn man ohne Mods diese Mauern platziert, wird das Terrain ja begradigt, also wird es angepasst. Und als nächstes habe ich eine Brücke über das Wasserstück hier geplant. Es wird jetzt erstmal alles ein bisschen seltsam aussehen, aber ihr werdet gleich sehen, warum ich das hier alles mache. Also dieses Stromkabel hier soll sozusagen dann das Kabel der Brücke werden. Da muss ich das Terrain auch ganz komisch anpassen, damit das Kabel auf der richtigen Höhe ist. Wäre ich es wieder ein bisschen mehr angehoben, dann wäre das Kabel wieder viel zu hoch gewesen. Aber das seht ihr gleich, das werdet ihr gleich verstehen. Und das hier ist die Fläche der Brücke sozusagen, wo man rüberlaufen bzw. fahren kann. Da habe ich einfach die Dächer genommen, diese Wellblechdächer. Und das Ganze einmal komplett rübergeführt. Hier passe ich jetzt übrigens diese Kabel nochmal an. Die haben mir nämlich von der Position noch nicht ganz so gut gefallen. Sieht wirklich alles sehr, sehr komisch aus während des Bauprozesses. Aber das nimmt gleich alles Gestalt an. Die Maste von diesen Stromkabeldingern, die drehe ich jetzt auch einmal. Dann sind nämlich nur noch die Kabel zu sehen und nicht mehr diese Maste. Weil die tausche ich aus mit dieser Beobachtungsgalerie von dem BIOS in DLC. Die fand ich nämlich ganz interessant als Pfeiler für die Brücke. Und da mussten wir natürlich auch noch die Fläche von der Brücke mit dem Weg connecten. Deswegen kamen hier noch ein paar mehr Wellblechdächer zum Einsatz. Und außen an die Seite habe ich dann wieder mit den Mauern gearbeitet, die ich ja schon die ganze Zeit verwendet habe. Und dann die Stellen, die man nicht sehen soll, habe ich einfach mit Felsen überdeckt. Auf der anderen Seite genau das gleiche natürlich. Da habe ich einen Mast dann auch ein bisschen angeschrägt, damit das Ganze auch kaputt und verlassen aussieht. Und dann die Mauer wieder weitergeführt. An der einen oder anderen Stelle habe ich auch so eine kleine Lücke gelassen, damit es so aussieht, als wenn das da schon kaputt gebröckelt ist. Und auf der anderen Seite genauso. Dann natürlich wieder die Lücken alle mit Felsen aufgefüllt. Weil das Land konnte ich dort nicht näher ran platzieren. Und da kam auch wieder eine Menge Gebäude. Wundert euch übrigens nicht, wenn ich die ab und zu dann außerhalb platziere und dann erst dorthin ziehe. Das mache ich halt, damit das Terrain nicht angepasst wird. Weil das kann immer vieles kaputt machen. Damit die Übergänge da mit den Felsen ein bisschen besser aussahen, habe ich auch noch so ein paar Bäume platziert, die abgesenkt und die dann in die Felsen platziert, damit das so ein bisschen überwuchert aussieht. Und dann kam wieder ganz viel Malta-Deko noch zum Einsatz. Im Boden auch wieder einige Mauerstücke so als kleine Steinchen platziert, damit das Ganze ein bisschen zerstört aussieht. Und dann auch wieder oft das Terrain noch wieder angepasst mit Pinseln.
Und auf der anderen Seite kamen auch ein paar Gebäude hin. Ich habe auch hier wieder häufig die Toilette benutzt und das Personalzentrum und natürlich die Dekoration. Mit den Sachen kann man wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Kann man auch drehen und ineinander platzieren. Und dann sieht es auch gar nicht so aus, als hätte man immer das gleiche Gebäude verwendet. Hier an der Klippe habe ich dann auch nochmal, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, so eine kleine Mauer hingebaut. Keine Ahnung, was die für einen genauen Grund da hatte. Aber irgendwie hatte ich da Lust zu. Und das Schöne ist ja bei so zerstörten Sachen, da kann man dann halt auch ein bisschen random irgendwie was bauen. Fällt ja eigentlich gar nicht auf. Viel falsch machen kann man da nicht. Eher alles kaputt und zerstört und durcheinander. An die Mauer habe ich dann auch noch einige Felsen und Klippen gemacht. Und natürlich dann auch noch einige Bäume davor. Und Büsche durften auch nicht fehlen. Dann noch ein Personalzentrum ans Ende. Das ist auch ein tolles Gebäude, das kann man auch immer super verwenden. Und dann noch mehr Deko. Vor die Mauer so ein Käfig. Und dann noch zwei kleine Käfige daneben. Und dann wieder noch ein paar kaputte Steine in den Boden versenkt. Das hier ist übrigens wieder ein Bereich, wo dann Dinosaurier später freigelassen werden. Also sozusagen ein Gehege. Natürlich nicht wirklich ein Gehege, aber ihr wisst ja, was ich meine. Die laufen ja eh alle überall frei rum im Park. Ja, jetzt ging es schon so ein bisschen zu dem Feinschliff. Noch ein paar mehr Felsen und Steine an die Klippen. Und dann habe ich auch das Terrain noch mal ein bisschen abgesenkt. Und an den freien Stellen, wo mir noch ein bisschen was gefehlt hat, habe ich auch noch so ein bisschen kaputte Ruinensachen platziert. Und noch mehr Steine. Und natürlich auch Büsche. Bäume habe ich meistens auch alle manuell platziert. Ging irgendwie immer besser, dann hat man die auch an den Stellen, wo man die haben möchte. Und jetzt habe ich hier am Übergang zum Wasser nochmal ein paar Felsen platziert. Und das ganze Terrain hier auch dann nochmal gleich angepasst. Haben wir Büsche und auch ein bisschen mehr Sand dahin. Dann da oben an der freien Stelle habe ich nochmal ein paar Gebäude platziert und ein paar Dekosachen, weil das noch ein bisschen zu leer war an der Stelle. Und ein paar Felsen habe ich auch noch hingemacht. Und dann ging es hier vorne noch an die Ecke. Da kamen auch nochmal ein paar Felsen zum Einsatz. Noch ein paar Büsche und Bäume. Und dann waren wir auf dieser Seite soweit fertig. Jetzt ging es rüber auf die andere Seite. Dort muss ich natürlich erstmal das gesamte Land anpassen. Deswegen habe ich jetzt hier erstmal den ganzen Wald entfernt und die ganzen Büsche. Und danach habe ich das Terrain sehr viel kleiner gemacht und dann nochmal gespeichert und geladen. Das Prozedere kennt ihr ja schon, damit das Meer da entsteht. Also hier ist die Insel jetzt wesentlich kleiner, wie ihr sehen könnt. Aber hier sollten auch wieder Gebäude hin. Da habe ich dann nochmal so eine kleine Burg gebaut. Einfach mit Schutzräumen. Die kann man nämlich perfekt im... Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ein Hexagon. Ich glaube jetzt ist... Nee, das ist kein Hexagon, oder? Das ist ein Oktagon, glaube ich. Ja, ist auch egal. Ihr seht es ja, ist auf jeden Fall so eine kleine Burg geworden. Ist auch perfekt aufgegangen. Und jetzt habe ich ganz viel die Insel angepasst. Dann um diese Burg einen Weg herum. Aber nur so einen ganz schmalen Weg. Den Weg habe ich dann da runtergeführt und verbunden mit dem Hauptweg. Und dann hier wieder nach und nach die Insel angepasst vom Terrain, bisschen vergrößert. Den Weg wieder weitergeführt.
und hier dann nochmal so einen kleinen Platz gebaut, der dann auch wieder ein, in Anführungszeichen, Gehege bildet. Da habe ich dann auch schon mal die ersten Gebäude drumherum platziert. Mal so ein Hotel und dann wieder Toiletten. Hier seht ihr das ganz gut, hier kann man echt gut ineinander platzieren. Und das Personalzentrum. Das sind so echt so die häufigst verwendetsten Gebäude, die drei. Ach, das Gebäude habe ich auch noch relativ häufig verwendet, diese Tour. Die passt auch noch ganz gut. Ich bin hier auf dieser Insel echt oft hin und her gesprungen. Das ist alles so nach und nach entstanden. Da kommen wieder einige Felsen zum Einsatz. Und natürlich wieder auch einige Büsche. Und dann habe ich hier eine Mauer drumherum gezogen. Die war auch wieder an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen kaputt. Aber das sollte sie auch sein. Und jetzt kamen wieder ganz, ganz viele Terrainarbeiten. Ich muss ja echt sagen, dass ich es liebe, solche Inseln zu bauen. Weil dort kann man halt alles komplett von Grund auf selber gestalten. Das ist ziemlich cool. Und diese neue Griechenland-Karte von dem Malta-DLC, die eignet sich natürlich super dafür. Das ist ja die erste offizielle, richtige Inselkarte. Und da kann man, glaube ich, mit Mods fast alles entfernen an Terrain. Nur so ein ganz kleines Stück bleibt, glaube ich, über. Das werden wir am Ende dann sehen in der letzten Folge hier. In der letzten Baufolge, wie viel überbleibt. Aber ansonsten kann man halt wirklich dann alles komplett selber gestalten. Ihr seht ja, ich kann die komplette Form von dem Land anpassen. Und das ist einfach das, was ich so liebe. Ich kann jetzt hier einfach hinten den Berg viel, viel größer machen. Und die Form der Insel halt so gestalten, wie ich es gerne hätte. Am Anfang sah es ja auch noch nicht so nach Mini-Insel aus, aber so langsam könnt ihr, glaube ich, sehen, wie die Form wird. Ich muss auch sagen, dass ich schon relativ viele Objekte verwendet hatte, aber das Spiel noch keine FPS-Probleme oder so macht. Also das ist alles noch super entspannt. Die Gebäude habe ich dann auch zerstört mit dem Damage-Tool. Ein paar von euch haben auch in die Kommentare geschrieben, dass es ja unlogisch ist, wenn die ganzen Gebäude da qualmen und sowas nach so einer langen Zeit, wo das Ganze verlassen ist. Aber habe ich ja schon mal erwähnt, dass ich das trotzdem ziemlich cool finde, weil das halt sehr atmosphärisch ist, wenn man dann in Besucherperspektive da lang läuft. Und da finde ich das halt dann nicht so schlimm, dass es nicht ganz realistisch ist. Hier vorne habe ich dann wieder einen kleinen Strandabschnitt gemacht. Ich habe da auch mal versucht, die ganzen Terrain-Tools miteinander zu vermixen. Dann sieht es immer am natürlichsten aus. Dann noch so ein paar Deko-Objekte, auch mal eine Kiste an den Strand gestellt. Und dann auf der anderen Seite schon mal noch ein bisschen das Terrain angepasst. Da hinten dieser Berg, der kommt noch komplett weg. Zumindest so viel wie geht. Jetzt kam nochmal so ein bisschen der Feinschliff. Hier habe ich nochmal so eine Mauer den schrägen Weg hochgeführt bis zu dieser kleinen Burg. Und dann noch diesen Platz, der entstanden ist, den habe ich auch noch ein bisschen gestaltet. So ein paar Steine in den Boden. Und dann auch noch die ein oder andere Kiste und den ein oder anderen Käfig. Weil natürlich auch hier wieder Dinosaurierhandel betrieben wurde.
Und ansonsten kamen natürlich jetzt auch noch ganz viele kleine Steine in den Boden, damit der Weg einfach ein bisschen zerstört aussieht. Hier habe ich dann auch noch mal einen umgekippten Kran gemacht. Da dann auch noch ein paar Felsen drumherum. Und in dem ersten Bereich habe ich die Metrodons freigelassen. Mit dem Dominion Skin. Da habe ich auch das Ganze wieder begrenzt mit solchen Mauerstücken, die ich dann im Boden versenkt habe. Also hier seht ihr den Bereich, wo der jetzt langläuft. Und hier unten sind nochmal drei weitere. Die haben hier den Bereich. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel abstecken, weil die Büsche und sowas gehen sonst auch verloren. Deswegen habe ich die so ein bisschen eingeschränkt, aber das macht ja nichts. Ist aber ganz cool, man kann halt die Mauer nehmen und den Boden versenken und dann zählt das trotzdem als Blockade. Ach, wie süß. Ich finde, die passen ja auch super hin. Jetzt geht es noch rüber auf die andere Seite. Da muss ich jetzt auch noch was freilassen. Und auf der anderen Seite habe ich Pachyrhinosaurus freigelassen. Einen hier oben. Da kann ich euch auch mal zeigen, wo da alles hingehen kann. Ist jetzt auch nicht so krass. Aber reicht mir völlig aus. Hier kann er leider nicht ganz rumlaufen. Und zwei habe ich noch hier unten. Die haben diesen Bereich. Reicht mir auch aus. Die sollen dann ruhig hier bleiben. Habe ich natürlich auch wieder mit unsichtbaren Dingern gemacht, die ich im Boden versenkt habe. Und ja, damit haben wir dann auch diese Insel soweit bevölkert. Ich hoffe, die heutige Folge von dem verlassenen Schwarzmarkt hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag und hier seht ihr noch mal ein paar Cinematic-Aufnahmen.